Yo, Peace Leute, was geht denn? Der 9. und 10. letzte Tag geht los. Ja, und wir hatten halt ein geiles Meeting gehabt mit allen TikTok-Gewinnern. Und zwar haben wir Burnerboy getroffen und das war absolut mega, ne? Der hat von jedem von uns immer den Namen nennen müssen und keine Ahnung was. Und es war einfach mega geil gewesen, einfach so ein Typ einfach mal in Hand zu shaken. So. Schon was Besonderes. Und dann ging's los für die Präsentation in der Champions League. Und da waren wir. Ja, direkt bei der Fanseite von Man City. Man konnte ja ganz am Anfang auswählen, ob wir Man City oder Inter Mailand eher bevorzugen. Und dann haben wir natürlich auch für diese Gruppe die LED-Lampen und sowas getragen. Und dieses Feeling, Leute, ey, das ist krank. Wir haben auch die ganze Zeit so mitgedanced und sowas mit Man City Fans und so. Das war mega geil. Ja, und dann ging's los, Mann. Ne? Da haben wir den Teppich aufgerollt. Alles voll mit Leute. Absolut geil, Leute. Ich sag euch, so ein geiles Feeling. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht live dabei war. Und auf jeden Fall mussten wir dann hier nach diesem Moment reinlaufen mit den Lampen und haben dann hier die Mauer gebildet. Ich zeige euch auch mal an, wo ich dann ungefähr stehe. Oder wo ich stehe tatsächlich. Und hier in dem Fall bin ich dann ganz rechts in der Seite. Und das war schon die zweite Formation, die wir gemacht haben. Gehen dann in das V über. Dritte Formation und ich habe dann immer so ein bisschen hin und her geschaut und so, weil es war halt schon geil, aber ja, ein bisschen Fokus musste man schon haben und dann war ich da die zweite Lampe gewesen und an zweiter Stelle ganz rechts und ja, sind dann in die nächste Formation spaziert und oh, diese Geräusche und alles, dieser Sound ist so geil gewesen. Ich sag euch, wenn man im Publikum sitzt, wäre es nochmal geil. So, da mussten wir die ganze Zeit gehockt bleiben, bis wir dann in die letzte Formation gegangen sind. Und ich war die Lampe ganz hinten, sage ich euch. Ey, ganz da hinten, die letzte. Ja, und dann mussten wir natürlich nach der Show auch zur Seite wegrennen, damit halt die ganzen anderen Fahrzeuge, die da noch reinkamen, halt durchgehen konnten. Und wir wollten ja auch pünktlich zum Champions League Start am Start sein und wir sind sowas von abgegangen durch den ganzen Tunnel dadurch, ey, Halleluja. Ey, und ich als allerletzter da hinten mit der Lampe, Mo und Enzo waren weiter vorne, boah, und das war bestimmt ein Kilometer oder sowas, bis wir zu den Eingängen richtig gekommen sind, ne? Und wir, ich frage mich auch, warum überhaupt so viele Leute draußen waren, ne? Die gar nicht drinnen waren, weil wir waren ungefähr 10 Minuten zu spät da. Wir haben einfach diese geile Champions League Hymne verpasst und den Anstoß verpasst und wie die Spieler reinkommen und so. Das ist schon ein bisschen bitter gewesen. Hätte ich es mir aussuchen können, ich wäre echt lieber von Anfang an im Stadion gewesen, um ehrlich zu sein. Aber an sich schon eine geile Experience, ne? So, die haben uns dann nochmal kontrolliert und so. Ich glaube sogar zweimal wurden wir kontrolliert. Einmal hier am Anfang, dann ging es weiter. Und dann kam nochmal hier eine kleine Kontrolle. Die haben mal halt wirklich in die Taschen nochmal alles reingeguckt, hast du gesehen. Wir haben auch noch die ganzen Anzüge an, ne? Klamotten von uns sind in den Taschen. Und das Outfit, was wir bei der Show hatten, da wurden auch die ganzen Marken verdeckt von den Klamotten und sowas. Ja, hatten wir einfach an und let's go. Enzo, ja, das wird einfach auch unübersehen. Und Enzo war immer lost, Alter. Der kommt immer nicht mehr. Ey, der war immer so weit weg, der Kunde. Wir mussten immer auf ihn warten. Wir wären bestimmt mindestens 5 Minuten früher da gewesen. Ja, Eiermann, ey. Run. Und wir waren ja auch relativ hoch gewesen. Also musst du schon ein paar Treppen hoch latschen so. Halt auch mega geile Aussicht. Ne? Wir waren halt direkt über den VIPs sozusagen. Bisschen daneben. Und endlich hier angekommen, Leute. Boah, was für ein geiles Feeling. Ne? Mit diesen ganzen Menschen da drinnen so alles beleuchtet. Mega geil, ey. Hammergeil. Und da waren unsere Sitze waren auch erstmal besetzt, ne? Bis wir dann da waren. Und ich habe euch hier ein paar coole Szenen rausgehauen von Man City und jetzt Inter natürlich. Stark den Ball geholt da. Was man auch sagen musste, die Inter-Fans waren auch lauter als die Man City-Fans gewesen. Ne? Also Man City-Fans waren immer echt ruhig gewesen und Inter hat halt immer irgendwie gesungen und habt ihr nicht gesehen, das war schon sehr, sehr cool. Oh, Alter, knappes Ding gewesen, ne? Aber dann sind sich halt beide gestört, ne? Hier oben sieht man es nochmal.
Habe ich euch nochmal drauf gehauen. Zack, ey, total bescheuert. Beide zu sehr auf den Ball geklärt. Ja, auch geil den Ball geholt. Man hätte sogar prinzipiell hoch durchstecken können. War echt kritisch gewesen. Und hier, das hat er stark gemacht. Schön zurückgekriegt, so zum Mitspieler. Das ist alles auch genauso gewollt, ne? Die Grätsche genau da zum Pass, zum Mitspieler und so. Mega. Und das war bitter für die Bräune halt gewesen, ne? Weil er hat sich halt wirklich nach, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten oder so, hat er sich ja verletzt gehabt. Und dann kam, glaube ich, Foden für ihn rein. Und er hat auch extrem geil gespielt, ne? Und da sind ja auch schon Inter-Fans, alle mit den Flaggen. Habt ihr nicht gesehen? Ja, das zeige ich später nochmal ein bisschen genauer auch. Und unter uns hier waren halt die VIPs. Ich konnte aber keinen erkennen, aber da muss auch Kaká im Ruck gesessen haben. Und Peter Crouch und nach keine Ahnung, waren einige gewesen. Henri wahrscheinlich auch und so weiter und so fort. So, und jetzt kam rein. Foden, die Freunde war echt angepisst auch gewesen, als er raus musste leider. Aber na, ist halt manchmal so ein Fußball, der kannst du nicht ausmachen. City auch wieder stark gepresst. Haben sofort erkannt, ey, dass der Ball so schwierig hatte, den Ball zu kontrollieren. Und hier, da seht ihr auch wieder Inter. Richtig geil. Und jetzt habe ich hier nochmal kurz auf mein City. Und City, ey, sitzt einfach nur seelenruhig da, ey. Gar nichts los bei denen. Ja, wirklich, ey, das ist so krass gewesen. So ein Unterschied. Mein City hat also von Stimmung her voll Katastrophe. So, dann ging es in die Halbzeit. Lukaku noch Auswechselspieler. Und die besser natürlich auch nochmal den Rasen, die Straße und so. Da gefeiert. Einfach zu geil, Ich hab's echt richtig genossen. Auch immer die Durchsagen und sowas, ne, vom Stadionsprecher. Mega. Mega viele. Also, wenn ihr da irgendwo mal hinkönnt oder sowas, dann macht das auf jeden Fall einmal. Das ist auf jeden Fall eine geile Experience, das mal gemacht zu haben zu irgendeinem Champions League Spiel oder sowas. Mega geil. War ja noch nie bei irgendwie sowas gewesen. Deswegen so geiler. So, ganz mal Spielerei. Geht gleich los. Auch, glaube ich, schon die erste Auswechslung war gewesen zu Beginn der zweiten Halbzeit oder so. Können wir gleich sehen noch. Und immer die geile Mucke in der Halbzeit, ey, alles mega geil. Genau, Lukaku. Lukaku. Kommt rein. Aber mich wundert, dass er nicht von Anfang an gespielt hat, weil Lukaku, prinzipiell bin ich bei Turnieren immer für einen Spieler im Sturm, der ein bisschen größer ist, den man auch mal die Flanke auf den Kopf setzen kann und so. Und hier wird es dann auch nochmal ein bisschen kritisch. Auf jeden Fall gut geklärt von City da, schon zur Seite weggepasst. Ja, aber Inter lässt sich jetzt hier gerade echt ein bisschen unter Druck setzen vom Pressing von Man City. Werdet ihr gleich sehen, was hier abgeht noch. Zurück auf den Torwart gespielt, alles gut. Außenverteidiger, Innenverteidiger hätte noch ein bisschen außen gehen können. Ne? Und so natürlich erstmal krasse Fehlpass vom Torwart. Da hätte man vielleicht, wenn man es schneller aufspielt, anders eine Bude machen können. So. Aber haben sie gut verteidigt. Yo, es ist richtig geil, richtig geil. Ey. Ich habe ja auch mit Man City getippt, prinzipiell, dass die das Ding auch reißen dieses Mal. Sehr geil. Und der Haaland auch noch ein bisschen zu gewisse Pressen. Und da wurde es echt auch noch ein bisschen kritisch, ganz am Ende halt, ne? Aber jetzt haben sie gewonnen. Jetzt hat er abgepfiffen, es war so geil. Und dann sind auch mal die Man City Fans aufgewacht, ey. Aber es war so geil, wie sie alle da rausrennen, ey. Zack, alle aufeinander, keiner weiß wo genau hin eigentlich. So nach dem Motto, aber Hauptsache zur Richtung Fans.
Absolut geil, ey. Und ich sag euch, ey, ihr seht auch gleich noch die ganzen Fotografen und Journalisten hier am Rand und so. Das war so verrückt, wirklich. Da haben sie auch für Thierry Henry und sowas von Sky den Tisch hingebracht. Da sieht man Henry und so noch. Wie man es halt kennt. Die drei Kollegen hier. Ich weiß gar nicht, wie sie alle hießen. Richards oder sowas. Thierry Henry und der andere, ne? Und die Frau da noch. Die haben sie hier erstmal dann auch die Bühne aufgebaut und so. Und trotz dessen, dass Inter nicht gewonnen haben, haben die Inter-Fans immer noch schön Party gemacht und sowas. Und die ganzen Flaggen durch die Gegend gewedelt und habt ihr nicht gesehen. Das war schon sehr, 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 sehr geil gewesen. Yeah. Das war zu geil, Leute. Ich sag's euch, ey. Dieses Feeling, ey. Also, es kommt nicht mal halb so geil rüber, wie es eigentlich war, ne? Und das war auch sehr geil. Dann die epische Musik, die haben mit Altintop dann den Pokal hier reingebracht hat und so. Da echt Gänsehaut, wenn man da drinnen sitzt und so. Das ist so ein geiles Gefühl. Man sieht ja die ganzen Journalisten, Fotografen hier am Rand. Das sind alles Fotografen und Journalisten. Das ist eine Masse gewesen. Unnormal. Ihr werdet später sehen, wie die alle losrennen, um Fotos zu machen von denen und so ein Scheiß. Ey, krass. Wirklich krass. Das sind mehr Journalisten als Security-Leute und so. Einfach nur das geilste Foto, wie man haben. Und diese dann nochmal schön ihren Pokal den mal kurz anditschen und dann so, das ist einfach zu gut. Ich glaube, Gündogan hat den Pokal auch genommen, ja. Ich glaube, da war der Captain, wenn man ganz sicher. Jetzt, yay, jawohl, Feuerwerk, alles, ist einfach zu geil. Zieht euch das mal rein, ist auch vieles, was man im Fernsehen nicht richtig sieht. Deswegen zeige ich euch das hier auch so ein bisschen. Heftig, heftig. Und dann hier die Mucke auch hier. Ey, absolut geil. Und seht ihr die Journalisten? Jetzt laufen die alle da los ein bisschen. Ey, das ist eine Masse, das ist unnormal. Weil die halt sehen, dass sie mit dem Pokal runterspazieren. Es sind so viele mit den fettesten Kameras. Geht geil, das ist so krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viele sind, ne? Weil man sieht mal im Fernsehen nicht. So, und da haben die Man City Fans endlich mal ein bisschen losgelegt. Und die Fotografen haben sich alle schon da so positioniert, dass sie die da echt geil fotografieren können, wenn die da durchmachen. Jawohl, ey. Oh, die Parler, die Pokal, ist los. Aber das ist alles von den Man City Fans, ne? Nix. So, dann sind sie hier einmal so ein bisschen bei den ganzen Man City Fans vorbeigelaufen mit dem Pokal und so, was auch sehr, sehr geil war. Das ist auch etwas, das man im Fernsehen nicht mehr sieht, was danach dann so richtig passiert und so. Da kommen ja dann immer die ganzen Sky oder was auch immer Moderatoren und quatschen über das Spiel und bla bla bla. Sie haben Walker, glaube ich. Und andere weiß jetzt gar nicht. Haben wir kurz ein paar Pictures gemacht. Ja,
Ja, und dann sind wir auch schon abgezischt. Also das war es im Grunde gewesen dann erstmal. Es war ein absolut hammergeiles Gefühl, da zu sein. Wenn ihr die Chance habt, geht wenigstens einmal zu sowas hin. Das ist einfach was ganz anderes. Das macht so viel Spaß sein. Unglaublich. Es war geilste Experience mit ever. Ja, ab in den Bus rein. Das Geile auch im Bus, Leute, weil es ja alles von Pepsi gesponsert war, hatten wir einfach eine ganze gekühlte Box mit Pepsi-Dosen. Ja. Das, ey, mega, ey. Und dann waren wir nochmal in der Stadt. Ich musste am nächsten Tag schon wieder abreisen. Da waren die ganzen Man City-Fans, die haben dann erstmal krass rumgesungen und bla bla bla. Also ich war nochmal ein bisschen da. Und dann wurden wir auch mit dem Shuttle direkt zum Flughafen gebracht. Halt bester Service, ne? Von Anfang bis hinten. Absolut genial. Zack, sind dann auch wieder Richtung Berlin geflogen. Und ich habe auch noch Bushido hier im Hintergrund getroffen, also gesehen. Ich habe ihn voll gelabert, weil er gerade von Urlaub oder was mal. Ja, macht man halt nicht so. Und dann haben wir nochmal ein kleines Geschenk bekommen von Pepsi. Und das ist richtig geil eigentlich, würde ich sagen. Weil wer hat schon so ein geiles Pepsi-Trikot oder Shirt? Das sieht so geil aus. Ich bin mich mega drüber gefreut. Und ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Und ich sage an der Stelle wieder Peace, Kuba Belly, reingehauen. Bis dann.